Moin! So, heute, wie versprochen, das Aufklärungsvideo, wie und warum ich zu diesem kleinen Anhänger gekommen bin. Okay, fangen wir mal vorne an. Das Ganze hat den Hintergrund im Jahre 1959, was ja auch das Baujahr dieses Anhängers hier ist. Da steht's, 1959, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Naja, ich weiß, 1959, da war mein Opa 51 Jahre alt und hat sich genau so einen Anhänger gekauft für den Betrieb. Exakt das gleiche Modell. Und da mein Onkel das Teil noch hat, hat sich jetzt herausgestellt, die beiden sind knapp 200 Fahrgestellnummern überhaupt nur auseinander. Ja, bedeutet, die Fahrgestellnummern von Velga, so wie ich das gelesen habe, sind so gestaltet, egal was das für eine Maschine ist, sie kriegen immer aufeinander folgende Nummern. Es gibt also jetzt nicht zum Beispiel für dieses Modell Fahrgestellnummer 1 bis 5000 und für das nächste Modell auch Fahrgestellnummer 1 bis 5000, sondern Maschine A hat Fahrgestellnummer 1, dann kommt als nächstes aus dem Werk Maschine B, die kriegt Nummer 2. Das heißt also, wenn die beiden Anhänger 200 auseinander sind, dann ist das sogar möglich, dass die im selben Monat gebaut wurden. Ja, mein Onkel hat den von meinem Opa noch, wollten mir auch nicht verkaufen. Kann man auch verstehen, er benutzt ihn ja noch manchmal. Gut, und insofern, ja, habe ich jetzt den hier gekauft. Einfach, weil selbes Baujahr, haargenau dasselbe Modell und von den Fahrgestellnummern her sehr nah beieinander. Oakley Dokley. Gehen wir einfach mal in die Details, was diesen Kipper angeht. Ich finde das einfach nur witzig. Ich habe ja gar nicht mal so aktiv nach so einem Ding gesucht. Es ist halt einfach nur, er war halt, ne, wie man so schön sagt, er war halt einfach da. So, bedeutet, der hier ist jetzt vom Zustand her, der Zustand ist mir da fast schon egal. Wir haben ja genug Zeit, um den wieder fertig zu machen. Ich will sagen, wir können ja hier zusammen Videos miteinander drehen ohne Ende. Ich hatte halt einfach nur gedacht, na, guck's mal nach so einem Zahnstangenkipper von Velga und guck's mal weiter. So, dann ist der da aufgetaucht für 450 Euro gekauft, habe ich ihn dann nach langer Verhandlung für 250. Ja, und mir ist klar, dass das eine Vollruine ist, ne? Also, da machen wir uns auch nichts vor. Naja, so, gut. Gehen wir mal ins Detail. Okay, Zahnstangenkipper. Ne? ZK steht für Zahnstangenkipper. ZK 80 bedeutet 80 Zentner, also 4 Tonnen Zuladung. Zulässiges Gesamtgewicht ist, muss ich gucken. Moment, dann gehen wir mal gucken. Also, wie man hier erkennen kann, 5,5 Tonnen darf er wiegen. Baujahr 59, Fahrgestellnummer 41.000 und noch was. ZK 80, 4 Tonnen Zuladung, 5,5 darf er wiegen. Nach Adam Riese, Eva Zwerg sind das dann 1,5 Tonnen Eigengewicht. Ja, die sind auch sehr glaubhaft. Mein Onkel sagte, die Velga-Kipper der damaligen Zeit waren relativ schwer. Mein Onkel weiß auch noch ziemlich haargenau, was damals alles an Ausstattung im Original dran war. Zum Beispiel, diese Reifen hier sind 6,5er, die sind nicht original. Diese Reifen hier sind 7,5er, das ist zumindest die Originalgröße. Okay, kommen wir mal zu den schönsten Sachen. Das ist ja nicht nur ein Anhänger für einen Trecker, wie man hier an dieser Grümmer Deichsel mit Auflaufvorrichtung erkennen kann. Und dem Zug, der Zugöse hier an der Auflaufstange. Nein, du kannst hier auch noch, wenn du das möchtest, die Deichsel steif stellen. Da hat er mich dann ein, wie man so schön sagt, etwas klugschissiger Kollege hat mich dann gefragt, ob ich denn wüsste, dass das eigentlich vordringlich ein Pferdeanhänger ist. Naja, was heißt vordringlich, ne? Also ich sag's mal so, der kann beides. Und das war mir auch klar, dass der beides kann. Und zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Du ziehst hier den federbelasteten, wie nennt man es, Halter nach vorne, hebst die Deichsel an und er schnappt ein.
da das Ganze komplett verzogen ist, schnappt er nicht mehr symmetrisch ein, aber er schnappt zumindest ein. Wenn das Ganze dann hier erstmal eingeschnappt ist, ne, stellt man sich die Frage, wozu ist das federbelastet? Fällt ja auch von der Schwerkraft rein. Es geht darum, falls durch irgendwelche Bodenunebenheiten oder sonst was hier die Pferde das zum Kippen bringen, beziehungsweise die Deichsel so ein bisschen hochschlägt, dann soll das durch die Federbelastung da wieder einrasten und nicht runterfallen, die Pferde in Panik versetzen und dann geht die ab, die wilde Fahrt. So, der Deichselbaum selber, das Stück Holz, was zwischen den beiden Pferden ist, kam hier rein, wurde dann hier mit einem Bolzen fixiert. Die Auflaufbremseinrichtung funktioniert natürlich nicht mit Pferden, das ist irgendwie klar. Dann hast du hier einen weiteren Bolzen reinzutun und dann kommt hier dieses Querjoch, frag mich nicht, wie das heißt, bin kein Pferdezug-Spezialist. Jeweils kommt da diese Querstange rein, da ist dann hier ein Ansatzpunkt für Pferdegeschirr und auf der anderen Seite ein Ansatzpunkt für Pferdegeschirr, sodass du einen Zweispännerzug rechts und links der Zugschere hast. Ne? So. Das ganze Lenkung erfolgt dann hier über den, müsst ihr euch so vorstellen, ne, hier ist dann der Deichselbaum drin, der steckt quasi zwischen den beiden Pferden, ist natürlich, sage ich mal, noch den einen oder anderen Meter länger. Und ja, das Ganze lenkt dann über Zügel die Pferde. Wo bleibt der Kutscher? Gut. Hier hast du ein Trittbrett drauf, da kannst du deine Füße hinstellen. Hier ist ursprünglich noch ein Bügel vorgesehen. Der geht hier einmal so umgedrehtes U-förmig geht er dran lang. Da kannst du oben die Zügel dran binden, wenn du nicht fährst und kannst außerdem dich dran festhalten, falls die Fahrt doch etwas wilder wird als geplant. Damit du die ultimative Kontrolle behältst, hast du die Handbremse hier. Da ziehst du dran und wenn du Glück hast, bringt das die Pferde zum Stehen. Ich gehe mal davon aus, bei diesem Eigengewicht des Anhängers 1,5 Tonnen und bei dem Eigengewicht eines Pferdes von 700, 750, vielleicht maximal 800 Kilo beim etwas schwereren Kaltblüter, da, gut, wenn du jetzt Shire Horses dranhängst mit einer Tonne, das Vieh, dann hast du 2 Tonnen gegen 1,5 Tonnen, hat der Anhänger keine Chance, Pech gehabt. Aber okay, gut, wenn du Norica dran hast mit 750, 800 Kilo, dann kriegst du das alle mal zum Stehen, würde ich hoffen. Soweit der Optimismus. Okay, das Ganze geht wie folgt weiter. Hier in diesen beiden Gabeln, dort wie hier, war eingeklemmt oder eingeklinkt eine klappbare Sitzbank, ein Kutschbock. Das Ganze konntest du nach vorne klappen zum Beladen der Ladefläche. Und dann hast du das nach hinten geklappt mit Rückenlehne senkrecht. Dann hast du über deiner Ladung gesessen. Ich kletter mal rauf und will mal sehen, ob man das zeigen kann. Dann hast du hier quasi über deiner Ladung eine Fläche gehabt und hast dann so drauf gesessen mit Füßen hier unten. So, ja. Schließlich und endlich, super Konzept, alles schicko, alles taco. Kommen wir zur Hauptfunktion, dieses, was das Ganze zum Kipper macht. Klappst du hier den Riegel weg, kannst du hier die Kurbel rausziehen. Die ist nicht mehr ganz original, die hatte im originalen Holzgriff, das weiß ich woher, weil der von meinem Onkel den Holzgriff noch hat. So, dann hast du hier einen Teil der Kippeinrichtung. Hier ist eine Bremse fürs Wiederablassen. Die ist eigentlich mit Asbest belegt, aber das ist hier nicht mehr der Fall. Gut, muss ich das nicht entsorgen. Steckst du hier deine Kurbelomatik rein. Musst du aufpassen, dass entweder links oder rechts dein Anhänger nicht mehr eingeklinkt ist. Und dann kannst du dann drehen. Und das wollen wir mal machen. Wir drehen den mal hoch. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, aber wie das bei mechanischen Winden so ist, lieber eine etwas langsamere Übersetzung und dann dafür schwerere Lasten. Ich meine, da kommen 4 Tonnen Ladung drauf, ne?
Dazu die Brücke mit ihrem Eigengewicht. Lass die Brücke 400 Kilo wiegen. Da hast du dann schon so ein bisschen was an der Kurbel am Machen. Naja, während ich hier weiterkurbel, schalten wir mal so ein bisschen auf Zeitraffer, ne? So, da hier keine Federbelastung mehr ist oder vielleicht auch nie war, naja, ich glaube mich zu erinnern, dass der eine hatte ursprünglich, muss ich den von Hand einrasten, ziehe die Kurbel ab und belaste die Klinke dadurch, dass die Kurbel dran steckt, nicht dass mir der Teil auf den Kopf fällt. So. Gucken wir uns das mal näher an. Hier nochmal der Kurbelmechanismus in voller UVV-fähiger Güte direkt vor uns. Kommen wir der Sache näher. Wir sehen hier unten den antiken Holzboden. An und für sich eine tolle Sache. Wir sehen auch, die Brücke ist schon mal punktuell überlastet worden. Ich zeige euch mal, das Ding ist ratzekrumm. Macht aber nichts, dann kommt das Teil eben neu. Hier haben wir überhaupt ganz groben Rost überall. Muss ich mal sehen, wie weit die Teile noch gut sind. Wenn ich mir hier die beiden Längsträger angucke, komme ich schon in große Versuchung, die neu zu nehmen. Ähnlich wie das Heckblech hier, das Heckabschlussblech. Ja, etc. Ne? Also das Kipper-Set, was ja einer von euch auch schon moniert hatte, ist in meinen Augen auch Fritte. Das kommt neu. Diese Träger hier sind auch nicht mehr die besten. Ja, wie das so ist, ne? Wie sagte der Vater vom Meister Röhrig, Arbeut zieht Arbeut nach sich. So, und in dem Sinne, ne, hier grobe Durchrostungen. Moin! Grobe Durchrostungen, ne? Kannst du hier sehen, löst sich der Fußboden quasi schon auf. Ja, ne, wofür hat Gott das Schweißgerät erschaffen? Oder wer auch immer. Hier sieht man auch, ne, die vordere Stange. Da kommt schon der Rost hoch. Das heißt, die müsste dann auch mal gereinigt und gefettet werden. Das Konzept eines solchen Kippers ist ja ganz einfach. Erstmal so das Grundsätzliche hier. Ne? Hier Kurbel, Antriebswelle geht auf ein Untersetzungsgetriebe. Das Untersetzungsgetriebe hat eigentlich keine große Aufgabe als, wie ich sehe, auch mal wieder einen Ölwechsel vertragen zu können. Gut, das werde ich wahrscheinlich auseinandernehmen und mir die Lager und alles innen drin mal angucken. Und dann sehen wir mal weiter. Und dann kriegt das auch eine neue Fettfüllung oder was auch immer da reingehört. So, und dann die untersetzte Welle. Die ist geteilt zwischen vorne und hinten. Da ist eine Verbindungswelle dazwischen. Die hat schon mal einer ersetzt. Die ist nämlich wahrscheinlich bei dem Versuch, das Teil zu überladen, ist die nämlich mal krumm gegangen. Ja, und dann werden hier die beiden Zahnradtriebe vorne und hinten synchron bewegt. Kann also gar nicht schief ziehen, das Ding. Also für sich, der Rahmen hier, naja, das ist noch halbwegs solide. Der Drehschemel, den habe ich getestet. Da habe ich mal irgendwie hier mit ordentlichen Hebel und was dran rumgewirkt. Da ist kaum Spiel drin. Das finde ich sehr gut. Der Drehschemel ist noch sehr gut, ist auch sehr leichtgängig. Hier das ganze Bremsgestänge ist sichtbar. Und wenn man hier an dem Hebel zieht, fällt auf, Bremse ist hinten. Ja, was bedeutet das? Bremse hinten, kein Kunstwerk. Warum hat man das gemacht? Die Hinterachse ist, auch wenn man mal so von der Seite guckt, relativ weit vorne im Vergleich zu anderen Kippern heutzutage. Siehst du, ne? Ist relativ viel Überhang hinten. Warum hat man das gemacht? Die Hinterachse sollte sehr belastet sein, damit sie gut bremst. Die Vorderachse willst du bei einem pferdegezogenen Wagen nicht als Bremsachse nehmen. Denn wenn du das tust, kann es sein, dass er dir quasi bei starkem Lenkeinschlag und du bremst dann, kippt er dir nach außen weg. Das willst du nicht. Nicht mit Pferden dran. Das kannst du den Tieren nicht antun. Das ist nicht schön. Was weiterhin auffällt im Vergleich zu einem modernen Hydraulikkipper,
Der Kippwinkel ist unter 45 Grad. Ich würde eher sagen so 38, 40 Grad, sagt so der Metaller in mir. Das ist nicht sehr modern, aber der ganze Anhänger ist nicht modern. Also was soll das? So, hier viele Teile grob rostig, alles Jökel, alles Schied. Ist aber ja nicht das Problem. Irgendeiner hat über das Holz ein Blech drüber geschweißt. Finde ich nicht die feine englische Art. Wenn man einen Blechboden haben möchte, kann man das gerne einbauen. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Aber dann würde ich das gammelige Holz unter rausnehmen und würde zusehen, dass ich hier entsprechend für das Blech Distanzschienen aufschweiße, die dann dafür sorgen, dass das Blech auch auf passender Höhe dann liegt. Ne? Also das ist ja nun auch nicht so, das Hexenwerk ist nicht so das Problem. Aber ich werde ihn mit Holzboden wieder aufbauen. So, ne? Hier sieht man, also sämtliche Stahlteile hier, ne? Das ist ja hier auch, manche nennen das U-Profil verstärkt. Ich nenne das einfach U-Profil gewalzt, weil nichts anderes ist das. Das ist nämlich der Unterschied zu anderen Profilen, wie zum Beispiel vorne an der Deichsel. Das ist U-Profil gekantet. Ja, zeige ich euch hier. Alles, was außen so eine runde Kante hat und überall gleichmäßige Materialstärke, das ist U-Profil gekantet. So, jetzt kommt die beste Nachricht von allen. Ich habe einen Fahrzeughersteller gefunden. Stellt sich raus, ist ein ehemaliger Kumpel von mir, noch aus Schulzeiten. Der ist da Geschäftsführer. Und der hat sich bereit erklärt, der darf Fahrzeuge herstellen. Der darf auch solche Deichseln bauen und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn es hier darum geht, an dem Rahmen was zu ersetzen oder zu schweißen, werde ich das nicht selber machen. Ich werde euch zeigen, wie das dann fertig aussieht, wie die Reparatur aussieht. Aber gemacht hat das dann der Meister, der das darf. Ich werde das nicht tun. Auch die Deichsel hier wird wahrscheinlich instand gesetzt oder wenn ich noch eine New Old Stock irgendwo auftreiben kann, werde ich natürlich die nehmen, aber das wird alles instand gesetzt, das wird alles schier und dann kann das zum TÜV und da gibt es nichts mehr zu meckern hier, ne? So aufgequollene Roststellen und sowas und hier Spiel drinne und dann auch noch hier, ne? Zugöse und Rohr, alles krumm, das läuft nicht, so nicht, das kommt alles neu, das wird alles schick. So, ja. Genau hier, das ist ja alles selber gebaut. Wenn du mal guckst hier, die ganzen Durchrostungen, die ganzen Aufbauten hier, das ganze Holz ist alles Rott und Dreck. Selbst hier, Gott, wie heißt es? Das ist ein Profil, das hat einen Namen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Aber seht ihr, selbst wenn ihr da dran lang guckt, das ist ratzekrumm. Das kommt neu, ich baue das alles neu auf, mein Gott. Na, hier, alles jökelig, alles wackelig. Ich zeige euch jetzt jedenfalls erstmal, wie man den wieder runterlässt. Ah ja, und was noch weiter jökelig und wackelig, ne? Hier die Felgen mit ihren Rostungen und sowas. Ich sehe mal zu, dass ich bessere kriege. Das gibt's ja gebraucht. Sprengringfelge, ne? Für den suizidalen Mechaniker von heute. Ich werde mal gucken, wenn ich gute Sprengringfelgen kriege, werde ich die sandstrahlen. Und dann werden die neu gelackt. Und die werden dann montiert. Und wenn die montiert sind und die das erste Mal Luft kriegen, dann stecke ich Reifen und die Felge zwischen 2-Euro-Paletten. Da kommen richtig fette, dicke Spanngurte drum, die das halten. Und dann pumpe ich das auf aus einer Entfernung von mehreren 10er Metern. Da will ich nicht dabei stehen, auf keinen Fall. So viel Erfahrung habe ich damit nämlich nicht. Ja, was mir wichtig ist, ne, ich mache das hier so ein bisschen collagenartig, so ein bisschen bunt. Die ganzen Träger hier sind gerade. Da kannst du so, wie es ist, dran langzielen. Der hat noch nie auf der Seite gelegen, der Kipper. Das ist alles schön. Das ist tippitoppi. So soll das sein. Hier hast du eine Hecktraverse, ne? Die ist so ein bisschen rostig. Aber, ja mein Gott. Das Witzige ist, ich habe einen Kumpel in der Metallverarbeitung. Die haben eine Strahlanlage. Die wollen das Kugelstrahlen. Das heißt, ich muss nur die Achsen runter rausnehmen aus dem Ding, die Federpakete rausnehmen, den ganzen Rahmen nackig machen. Dann kann ich mit dem Treckeranhänger das bei ihm abliefern und dann strahlt er mir den ganzen Klumpatsch hier Kugel. Da bin ich mal gespannt. So, die Federpakete, die muss ich mir auch genau angucken. Auch die werde ich strahlen lassen. Im zerlegten Zustand, ne? Die Bolzen hier sind so rostig, die ziehen sich schon krumm. Das heißt, hier die Bleche werde ich erneuern und dann wird sich halt zeigen, was davon noch übrig bleibt, ne? Zur Not muss ich noch, ich habe auch in Erwägung gezogen, mir einfach noch einen gebrauchten Anhänger, was weiß ich hier,
einen ohne Kippfunktion oder einen runtergerockten hydraulischen oder was zu kaufen und dann aus 2 mach 1. Werden wir mal sehen, das kostet ja alles nichts mehr. Es ist halt einfach nur unbändig viel Arbeit. Aber das macht ja auch unbändig viel Spaß. So, hier sieht man dann auch den ganzen komplexen Apparillo der Auflaufbremse. Das ist sehr geil, ne? Ziehst du hier am Hebel, ne? Und dann bewegt sich das hier. Siehst du hier, dass das Seil zieht, der Hebel macht Bewegung. Ich mach das jetzt hier mal und diese ganze Zuggabel hier wandert dann mit ihrer Bewegung nach hinten zu der Hinterachse. Das ist ein total geiles Konzept. So, und wenn die Auflaufbremse von vorne drückt, dann drückt das hier diesen Teller hoch. Und der macht nichts anderes. Der drückt das dann auch nach vorne. Ey, ganz ehrlich, ist voll genial. Ich finde sowas total geil. Da bin ich begeistert, da bin ich Fan. Sowas finde ich endlos geil. Naja, was dieser Anhänger auch noch zu bieten hat. Der hat, ja, Federwegbegrenzer, will sagen Anschläge, Federanschläge, Federweganschläge würde ich das mal nennen. Das heißt, das kannst du hier, glaube ich, noch ganz gut sehen, da ist das halbwegs vollständig. Du kannst hier, warte mal, genau hier, da kannst du hier so einen Bolzen rausziehen. Dann klappt das hier nach unten, hast du da einen Bolzen rein und dann federt der nicht mehr durch. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel dabei wäre, Ballen zu entladen. Ja, nur mal so als Beispiel. Ich hätte den jetzt hoch vollgepackt hier mit 7 Lagen Strohballen. So, und wenn du das nicht brauchst, klappst du das einfach nach oben und steckst das hier wieder fest. Wenn der beladen ist mit 10 Reihen Strohballen, 10 Lagen oder 7, ja, dann wäre ich, glaube ich, ganz froh, wenn ich da oben drauf rumturne, wenn ich entlade in der Scheune, dass ich das feststecken kann. Finde ich total geil. Finde ich geil. Das sind so Sachen, die Jungs haben sich damals Gedanken gemacht. Die Jungs waren nicht blöde. So, jetzt zeige ich euch mal, wie die Rassel hier runterkommt. Da habe ich als Kind ja mal einen bösen Fehler gemacht. Mein Opa hat mir, glaube ich, da war ich 5 oder was, da hat er mir mal erlaubt, den leeren Anhänger hochzukurbeln. Ja? Also hier, ne, zeige ich. Kurbel drauf, ne? Und dann Rakiti, Rakiti, Rakiti. So, und dann hat er gesagt, so, jetzt mussten aber auch wieder runterlassen. Ja, ich natürlich, kleiner Junge, von nichts eine Ahnung. Ich wusste nicht, wie das hier mit der Bremse ist. Du musst nämlich dann den ganz hochdrücken und hier an die Reibstelle, da musst du für Bremse sorgen. Was habe ich gemacht? Ich habe hier die Raste wieder in die Klinke geschoben. Da sind die Funken geflogen und Opa so, oh, du machst mir die ganze Klinke kaputt. Ja, ich wusste es ja nicht besser. Naja, gut. Also, das heißt, wenn du den bremsen willst, gehst du hier quasi in den Vollanschlag. Du kannst auch wieder einhaken. Muss halt ein bisschen entschlossen sein und ein bisschen schnell. Ne? So, zack, in die Bremse. Dann kannst du den hier so ganz langsam dosiert, kannst du runterfiedeln. Wenn du den jetzt anhalten willst, zack, in die Bremse gehakt, oder beziehungsweise in die Klinke gehakt. Und runter. Und ich stelle fest, sogar die Welle hier, die sich dreht, ist noch gerade. Den dosiert und langsam runterzulassen ist besser, als ihn einfach runterknallen. Ach, der Geruch vom warmen Stahl. Schön. Sieht man auch hier die Schleifspur, ne? Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen. Da ist dann wieder der Stahlblank. Das erste blanke Stück an dem Anhänger. So, wisst ihr, was er noch kriegt, wenn er fertig ist? Wenn er frisch lackiert ist, hier alles, was ursprünglich mal rot war, das ist RAL 3002 gewesen, die alte Velga-Farbe. Das Grün ist so eine Art Reseda, das muss ich noch rauskriegen. Hier hatte mein Opa 2 Aufkleber dran. Der eine war Gasolin. Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Und der andere war aus der Hippie-Zeit, späte 60er, frühe 70er, ein Aufkleber. Trau keinem über 100. Ne, Tempolimit und so. War ja damals schon in der Diskussion. Tempolimit 100. So, war damals in der Diskussion, kommen die Penner heute auch schon wieder drauf. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kannst du die Kurbel dann unterbringen. Zack,
fest, kommt nicht weg, sei denn jemand klaut sie. Das bedeutet, ich nehme sie natürlich mit rein. Ja, der wird Restaurierungsziel. Ja, wart mal ab, ne? Euch kann ich's ja sagen, ne? Ihr erzählt das ja nicht weiter, ne? Restaurierungsziel ist Neuzustand. Was bedeutet das? Ich werde diesen Anhänger bewerfen, wahrscheinlich mit Arbeitsstunden noch und nöcher. Werde diesen Anhänger bewerfen mit Kohle. Ich hoffe im dosierten Maß. Hauptsächlich Arbeitsstunden, ja. Kohle müsste man haben. Also ich sehe mal zu, dass ich versuche, den in Neuzustand zu bringen mit so viel Eigenleistung und so viel, was Freundschaften und Kumpels so hergeben. Ja, ich denke mal, ich werde hauptsächlich Arbeitsstunden reinwerfen. Arbeitsstunden, Arbeitsstunden, Arbeitsstunden. Ist ein undankbares Projekt, wird aber Spaß machen. So, und in dem Sinne, nächste Woche, Ausblick. Nächste Woche gibt es eine ausführliche Kaufberatung zum Thema Oldtimer-Trecker, Traktoren, Bulldogs, nennt sie wie ihr wollt. Nächste Woche erkläre ich euch, wie ihr Fehlkäufe vermeidet. Nächste Woche seht ihr, wie ihr mit eurem Schlepperkauf glücklich werden könnt. Und das ohne Trauschein. So. Und es gibt mich ja inzwischen auch auf Insta. Na, bisschen generationsfremd, aber ist so. Das heißt, Lucky_Jack_YouTube. Folgt mir auf Insta. Folgt mir auf YouTube. Liked, abonniert, kommentiert. Und macht euch ein schönes Wochenende.